erfahren habe. Komm zurück. Die Alte weiß das schon die ganze Zeit, ey. Wachen! Wachen! Zu mir! Die weiß das schon die ganze Zeit, ey. Oh, leck mich am Arsch, ey. Hier kommt wieder eine halbe Armee angelatscht. Schwer, wenn du hier überall Steckbriefe hast, Nihal. Nihal, Nihal, da hinten. Katastrophe. Katastrophe. Die Erde hat sich unter meinen Füßen bewegt. Ich muss auf festeren Grund. Ich brauche mein Zuhause. Ich brauche Nihal. Werden. Wachen! Bestraft ihn! Ja, fuck, doch die Hölle, da kommt. Da vorne ist einer mit einem. Lass mal hier unseren. Bürger der Mutter sind. Die Schotter kommt mir ständig in die Quere. Hilfst du mir, den Weg freizumachen? Mal gucken, was Nihal jetzt sagt. Fun Fact: Basim hat. Ja. Wir sehen's gleich. Wir sehen's gleich. Hey, Herr Jamal. Wo ist das da? Basim, geht es dir gut? Basim! Ich weiß es nicht. Du hattest recht, Nihal. Meine Feindin, Kabiha, sie hatte die Antworten. Was hast du erfahren? Dass es mehr darüber zu lernen gibt, wer ich bin. Eine Wahrheit, die Kabiha mir zu sagen versuchte und meine Meisterin verstummen ließ. Diese Wahrheit liegt in Alamut. Also reiten wir nach Alamut. Ah, Alamut ist die Stadt, bei Prince of Persia ist doch Alamut die Stadt mit den Gebeten und alles, wo ja der Sand der Zeit aufbewahrt wird. Jetzt kriege ich das. Weißt du, am Ende von Assassin's Creed kriege ich das zusammen, ey. Ja, schrecklich. Bist du dir sicher, dass du Bagdad Valarn willst? Ja, ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Ich bin bei dir sicher. Und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du rufst, ruhe auch ich. Ich begleite dich, jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Ich liebe es, dass da so viele Filmsequenzen sind. Lauf zu! Schneller! Thank you.
oder wie ich es nenne, Masyaf. Bin mir noch der Meinung, dass es Masyaf ist. Dass das Masyaf ist. Roshan. Oh, wenn. Oh, das wäre lustig, wenn das jetzt ein Fahrfahrer von Altair wäre. Oh, ich würde das so feiern. Das Willkommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, aller Mut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Er ist tot, er hat eine Verletzung. Fürchte, ich kann nicht. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Ich bin immer noch der Meinung, dass das die Stadt Masyaf ist, später im Alter, bei Altair. Bin ich, verwette ich meinen Arsch drauf, dass das später Altair, Masyaf wird. 300 Jahre später. Ich wüsste gerne, ob das stimmt. Ich wüsste zu gerne, ob das stimmt. Ich wüsste echt gerne, ob das stimmt. Weil es sieht einfach unser von Tempel. Dem... Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Der Preis ist egal. Die Scherben, warte mal, die Scherben waren doch die Tür, von Altair, die er ja verschlossen hat. Oder meine ich das nur? Die Scherben waren ja für die Tür, damit Altair sich einsperren konnte. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Ja, bitte sei in Sicherheit, wo du auch sein magst. Trotzdem der Meinung, dass das... Bei Allah! Hier komme ich nicht durch. Vielleicht darüber. Einige meines Clans leben noch.
Darunter auch Mentor Raihan. Beschissen ist natürlich jetzt. Da auf 1,50 Meter. Das kenne ich alles schon. Ich habe keine Sachen mehr, ist das Problem. Ich hasse das, wenn das so viele sind. Oh, ich hasse das. Einige meines Clans leben noch. Darunter auch Mentor Raihan. Dreck, ey, wie komme ich da ran? Augenblick! Komm raus! Ich dich, wenn ich dich finde! Wir in Blut! Hey! Wo liegt das Problem? Wir werden gut austeilen, wenn es sein muss. Was denn jetzt? Scheißendreck, ey. Warte! Kacke! Stück für Stück! Das ist schön! Das war nur gut. Hallo.
bieten, etwas beizubringen. Nun, da die wenigen Verbliebenen dich am meisten brauchen, willst du das schon mal? Oh! Ja, komm ran da auf 1,50 Meter. Ich schwör, ich töte dich. Komm her! Pock. Ja, Leckerli, hier sind Leckerlis. Leckerlis, und zwar dein Tod. Schön. Hat das Schweigen gewählt. Und tschüss. Basim, was? Basim, wie? Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan! Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor. Über den Tempel und was er birgt. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen, weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln, weil du... du der Schlüssel bist. Wofür? Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist? Uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen. Es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt... Es werden die meinen sein. Sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Oh, ehrlich, ich krieg die Krise, ey. Ich bin immer noch so jemand. Oh, der Kiste. Kiste. Nee, geh mal rechts hoch. Geh mal hier hoch. Wow. Was? Der King Tempel. Nemo, hi! Bringen wir es zu Ende. Nichts und nie. Hi! Hacken wir aber nicht tot! Da ist Roshana. Hey, du bist nicht Roshana? Schön hier alles auch direkt hingestellt ist. Da vorne sind noch mehr. Das heißt also, ich bin hier richtig. Unsere Befehle lauten, den Tempel zu sichern. Nicht hineinzugehen, ich weiß. Scheiß auf die Befehle. Du kannst durchmachen musst, um wiederzukommen. Den wir verloren haben. Wir bekommen irgendetwas, sobald unsere Herren haben, was sie suchen.
Meinst du, wir werden belohnt? Sicher nicht. Was sie hier auch wollen, es muss ein Vermögen wert sein. Dann ja, stehen! Vor wie viel Land du dir kaufen könntest und wie viele Dien. Bleib mal ruhig. Schnell! Wir werden wesentlich klarer denken können, wenn ihr beiden Hohlköpfe nicht mehr rumzetert. Mal sehen, ob ich vermag, woran diese Eindringlinge scheiterten. Bin ich ja mal gespannt. Was ist das für Zauberei? Moment. Jetzt kommt... Genau davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Boss Fight, Round 1. Wie du willst. Ich verstehe nicht, warum so weit ist es also gekommen. Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zusammen. Für jeden. Darüber erheben wollen ist kein. Du denkst, ich erhebe mich darüber? Warum? Timo, du gehst den Pfad des Ordens, der Leute, die du einst schworst, zu bekämpfen. Du erfüllst ihre Ziele und gefährdest genau das, was du verteidigen wolltest. Den freien Willen. Und mein Wille? Wie kann ich für etwas einstehen, das man mir nicht zugesteht? Euer Credo ist fehlerhaft. Ohne Arm keine Klinge. Alter. Oh, cool. Da hat sie mich getötet. Da hat sie mich gegillt. Wie mache ich den Alten denn Damage, ey? Wie mache ich denn Damage? So weit ist es also gekommen. Wir töten einander? Ist deine Vorstellung einer Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zusammen. Für jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein Platz. Du denkst, ich erhebe mich darüber? Wach auf, Basim. Du bist den Pfad des Ordens. Der Leute, die du ein... Erfüllst ihre Ziele und gefährdest genau das, was du verteidigen wolltest. Den freien Willen. Und mein Wille? Wie kann ich für etwas einstehen und mir nicht zugesteht? Euer Credo ist fehlerhaft. Leute, das ist die Schwachstelle. Oh, okay. Letzte Chance. Mein Gott, ich krieg die Katze. Die Alte geht mir voll auf den Sack. Geht die Alte mir auf den Piss?
vertraute dir. Ich opferte euch alles und du lockst mich an. Alter, ich krieg... Wow. Okay, die Erde zu besiegen wird eine ganze... wird ein richtiger Krampf. Die zu töten wird ein richtiger Krampf. Junge, ist die ätzend! Boah, ist die ätzend, Alter. Das gibt's nicht. Alter, Roshana, du gehst mir auf den Sack, du altes Miststück. Ich vertraute dir! Ich opferte euch alles! Und du lockst mich an! Du wusstest es! Seit ihr aus El Anbar flohen, kanntest du meine Wahrheit! Ich fürchtete nur ihre Bedeutung. Doch ich ließ meine Sorgen außer Acht. Es musste sein. Du warst nur ein junger Mann, gebrochen und allein, der sich nach Führung sehnte. Gut! Ich bin immer noch hier! Das ist doch ein schlechter Scherz, ey! Diese blöde Sau! Wie soll ich die killen? Ich mach da ja gar kein Damage. Alter, du gehst mir den Sack, Roshana. Ich vertraute dir! Ich opferte euch alles! Und du lockst mich an! Du wusstest es! Seit der Nacht in der Barflon kanntest du meine Wahrheit! Ich fürchtete nur ihre Bedeutung. Doch ich ließ meine Sorgen. Es musste sein. Junger Mann, gebrochen und allein, der sich nach Führung sehnte, Gutes tun wollte. Puh. Ich bin immer... Was heißt, sie gehen nicht so weit weg, Alter? Ich weiß nicht, wie ich bin immer soll. Noch hier. Das ist doch ein scheiß Witz mit der Alten. Das ist doch ein Witz mit der. So, ich muss mal eben die Ausrüstung ändern, ey. Ich hab zu wenig Leben für die alte komische Kuh.
Ich vertraute dir. Ich opferte euch alles. Und du lugst mich an. Du wusstest es. Seit der Nacht, in der wir aus El Anbar flohen, kanntest du meine Wahrheit. Ich fürchtete nur ihre Bedeutung. Doch ich ließ meine Sorgen außer Acht. Es musste sein. Du warst nur ein junger Mann, gebrochen und allein, der sich nach Führung sehnte, Gutes tun wollte. Ich bin immer noch hier. Geht doch, ey. Gib auf. Gib auf. Er tötet sie nicht. Lass sie. Komm schon. Ich habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim. Vertraue mir. Das wollte ich. Doch du hieltest es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim, hier drüben. Ja, sie wollte einfach nicht, dass er das wird, was er jetzt da drin wird. Und zwar nämlich sein Selbst ändern. Ich weiß, was das ist. Der Schlüssel. Sie wird uns folgen. Nein, das kann sie nicht. Du hast es selbst gesehen. Mehr von diesen Dingern. Welche Wahrheiten sich darin wohl finden? Welche Geschichten sie erzählen? Was auch immer sich hier befindet, ist von großer Wichtigkeit. Für die Verborgenen. Für den Orden der Ältesten. Für mich. In was sind wir hineingeraten? Wohin hat mein Pfad uns geführt? Du willst nicht wissen, warum irgendjemand an diesen Ort geführt wurde. Ist das sein Ernst? Trügen mich meine Augen? Siehst du das auch? Okay, Neha? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö.